Servus, Kameraden. Willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule, Replay Change Kalenderwoche 6 ist im Gange. Wir sind jetzt mit Herbolzheimer vom Clan EX4X im VK7501K. Jo, deutscher schwerer Panzer, Heckturm mit einer 128mm Kanone. 490 Alpha bei 226 Durchschlag, das ist ziemlich gut. Auf Premium 263 Durchschlag bei 490 Alpha Schaden. Und auf HI haben wir 65 Durchschlag bei 1630 Schaden. Ein deutscher Premium-Panzer, ein Stufe 8 Panzer in einem Stufe 8 Gefecht mit 7 Unterstützung. Wir sind auf Westfield unterwegs. Wir haben keine Gunnibischen, deswegen ist das nicht unbedingt unsere Karte. Das ist ein typischer Stadtkämpfer. Man kann ihn zum Salzgräben sehr gut nehmen. Und man kann sich dann hinter die Häuserwand zurückziehen, weil er einen relativ langen Reload hat. Er liegt so bei 14 Sekunden, glaube ich. 13 Sekunden, 14 Sekunden. Wenn du Zeit hast, bitte einmal kurz drunter schreiben. Tät uns interessieren. Und was haben wir verbaut und wie ist die Crew geskillt? Wenn du dafür Zeit hast, bitte auch einmal dazu schreiben. Tät mich interessieren. So, jede Menge TDs, eine Artillerie und zwei Aufklärer. Von den Artis und von den Aufklärern werden wir wahrscheinlich nicht besonders viel zu sehen bekommen. Aufklärer eventuell schon mal ein. Da ist der Carnivon. Der ist der deutlich bessere Hügelpanzer. Einer, mit dem man sich nicht anlegen sollte. Hat dieselben HP. Und eine Gunnibischung von 10 Grad. Und eine Kanone mit 280 Alpha Schaden. Die schnell durchlädt. Da sollte man auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein. Okay. Dafür reicht es auf jeden Fall. 502 Schaden an der Su-152. Die hat sofort eine eingeschenkt bekommen. Freude sieht anders aus. Aber aufpassen, nach 152mm Kanone. Die kann wehtun. Wenn er sie mit HE fährt, tut es trotzdem weh. Sage ich dir so, wie es ist. 1:0 steht es bereits. Gegner bereits einen schweren Panzer verloren. Welchen? Carnivon, tatsächlich. Den besten Hügelkämpfer und haben sie gleich verloren. Das war aber nicht ich, oder? Nee, Hellfire war das. Okay. Also. Büßen gleich erstmal ihren Carnivon ein. Wir haben unseren noch. Auch wenn er schon eine ordentliche Ladung abbekommen hat. Ein bisschen wildes Rumgezuckel hier. Ja, das Dörfchen hier ist auf jeden Fall eher nach deinem Geschmack. Da passt du, glaube ich, besser hin als irgendwo anders. Haben wir eine Su-152 auf der eigenen Seite. Angewinkelt. Wunderbar, 415. Schön nach vorn fahren, weiterhin anwinkeln. Gegner muss viel weiter rausfahren. Haben wir nicht angezündet, oder? Das war die Su mit ihrer HE-Kanone. Und HE-Munition, ganz sicher. Jawohl, untere Wanne, 545 TP, keine Chance, da irgendwas abzuwehren für den Polen. Su haben wir verloren. Jetzt sind wir hier gegen drei Fahrzeuge unterwegs. Unter anderem Tiger 2. Jawohl, blind noch einen in den 45 TP gehämmert. T-34 versucht da sein Bestes. Kommt allerdings beim ersten Schuss durch, bei dem jetzt nicht. Jawohl, durchs Kettenrad Schaden gemacht, allerdings gibt er uns nochmal 408 mit. Der hat auf jeden Fall eine gute Kanone, was den Durchschlag angeht, allein schon. T-34, leider einen langen Reload und ein extrem langsames Fahrzeug. Macht ihn extra unattraktiv. So, Tiger 2, leicht angewinkelter Turm, das bedeutet, wir kommen da nicht durch. 3:4 steht's. Der Gegner hat noch seine zwei schweren Panzer und die sind hier unten unterwegs. Ansonsten drücken die TDs oben drüber. T-34 rausgenommen. Kill Nummer 1 und 2135 Schaden ausgeteilt. Bei 1280 Schaden geblockt. Tiger 2 eher ein Panzer für die zweite Reihe. Abgeprallt. Auch wenn er hier jetzt einiges einstecken kann. Unterm Strich ist er einfach zu schwach. Für die erste Reihe. Er ist zu weich. Also nicht historisch korrekt. So,
sondern er hält halt zu wenig aus. Muss man so sagen. So, das war der finale Schuss auf den Tiger 2. 113 haben wir noch von der S51 eingeschenkt bekommen. Da oben läuft es eher so mittelmäßig. Zwei Karner waren noch übrig, müssten normalerweise da ordentlich aufräumen können. Und wir reparieren jetzt gleich nochmal unseren Motor, damit wir uns wieder ordentlich bewegen. In der Kiste wiegt 80 Tonnen und hat damit auf jeden Fall mit schlechten oder mit kaputten Motor riesengroße Probleme. Das A und O beim Panzer, funktionierender Motor, Beweglichkeit ist ganz einfach wichtig. So, 7 zu 5 steht's. 1600 geblockt, 3377 selber ausgeteilt. Da hinten haben wir irgendwo einen Skorpion stehen. Allerdings einen normalen Skorpion, kein Skorpion G aus Deutschland, sondern den Amerikaner. Müsste glaube ich ein Amerikaner sein. In der Stadt fühlt er sich wohl, aber sobald es ein bisschen rausgeht, ist es nicht mehr ganz so lustig. Blind raushauen will er auch keinen. Sonst wäre 1357 jetzt in Gefahr gewesen. Aber was tut er sich nicht an? Ein TD noch übrig, das ist die Super Hellcat da unten. Ansonsten zwei Mediums, zwei Lights und die Arti. Da drüben T71. Er müsste nur nach vorn fahren. Beziehungsweise nach hinten in dem Fall. Komm, zeig dich. Daneben. Das war nix. Brennmunition bei dem Fahrzeug ist EPCA. Das heißt, die Munition fliegt normalerweise ein bisschen schneller. Macht es ein bisschen leichter, wenn man auf bewegliche Ziele schießt. Braucht man nicht so weit vorhalten. Jetzt müssen sich unsere Mediums da mit dem Zeug alleine rumschlagen. Jawohl, Kette getroffen. Ah, nur Kette getroffen. Das wäre natürlich schön gewesen, wenn er durchgegangen wäre. Dann wäre er nämlich aus. Aber so verlieren wir den nächsten Medium. CDC und ein T20 noch dazu. Nee. Also ist langsam gefährlich. Wir büßen massiv an Sichtweite ein. Carnivore noch mit einer guten Crew, auch als Aufklärer zu einzusetzen. Aber die bessere Sichtweite haben sie auf jeden Fall der Gegner mit beiden Aufklärern und zwei Mediums und diesem TD, der da gerade wilde Sau spielt und unseren Karnavon rausnimmt. Ei, der Witzka. Ah, ist der T71. Kriegen wir den raus oder nicht? Ne, kriegen wir nicht. Gerade verliert er noch die Kette und wir können trotzdem nichts mehr machen. Jawohl, ISO 122S, gibt ihm da noch eine mit. Gibt es ihm noch eine mit? Macht's ja nicht. Den holen wir uns, wunderbar. T71, CMCD, ebenfalls verabschiedet. Da sind T44 übrig. T43 auf der gegenüberliegenden Seite, wir dürfen nicht zu weit rausfahren. Artillerie hat der Gegner keine mehr, das heißt wir können uns da auf jeden Fall ein bisschen freier bewegen. Allerdings wenn wir jetzt hier versuchen auf den T44 zu gehen, geben wir die rechte Seite frei und damit freies Feld oder freies Schussfeld für den T43 auf die Seite unseres Panzers. Da drüben rechts ist er. Oh, jawohl, 377 Schaden gemacht, T43, auf Wiedersehen. Kill Nummer 4, da ist der 44er. Und irgendwo hüpft noch ein Aufklärer rum. Jawohl, 514 Schaden nochmal am russischen Achter. Und jetzt kommt die ISO 122S. Und wird das Ganze beenden, denke ich mal. Ne, wird sie nicht. Tschüssikowski. 1357 lässt er seine Nadelkanone spielen. Schießt auch EPCA, aber unterm Strich ist er mit der Kiste
ja, gegen so viele Panzer, gegen so viel Übermacht einfach mal chancenlos. Ich hoffe, dass hier einer links hochfährt. Also wen könnt ihr jetzt theoretisch noch erwischen? Bei dir wird es schwer. Da müsst ihr durchkommen. ISO 122S wäre eine Möglichkeit. Rheinmetabolische Waffenträger hat nur 39 HP, wäre ebenfalls eine Möglichkeit. Karnemann weiß ich gerade nicht und da könnte sich theoretisch die Arti holen. Aber da muss er auch vorher erst am Karnemann vorbei. Weiß ich nicht, ob das da ausreicht mit den HP, die er noch hat. 4404 Schaden haben wir ausgeteilt, 2300 geblockt und 493 aufgeklärt. Das kann sich auf jeden Fall schon mal blicken lassen. 1357 fährt Richtung eigenes Cap. Nimmt unseren Karnemann raus. Ich hab's ja gesagt, der kann das. Wird jetzt nachladen. Die Nachladezeit reicht auch locker aus. Der hat, glaube ich, um die 13, 14, 15 Sekunden für einen 8er-Clip. Und dann in Clip-Reload-Zeit eine Sekunde. Das ist schon gemein. Crusader SP fährt raus. Also großartig spannend machen kann das natürlich hier nicht mehr, das Gefecht. Aber er kann ja auf jeden Fall sich noch ein bisschen austoben. Nimmt unsere Arti ebenfalls raus. Und wird gleich wieder irgendwo und nirgendwo verschwinden. Alle fahren in dieselbe Richtung. Das finde ich ein bisschen schade. Theoretisch müsste hier oben einer die K-Linie abdecken. Dass er nicht oberhalb von euren Köpfen irgendwie versucht, hinter euch zu kommen und euch von da dann auseinander nimmt. Ah, werden wir mal sehen, ob das irgendwie, ob er es irgendwie vorhat oder was irgendwie machen könnte. AMX 1357, einer Panzer, die es am seltensten im Shop gibt. Zusammen mit dem E25, den gibt es ebenfalls recht selten im Shop. Aber ab und zu wenigstens kaufbar. Andere Panzer sind noch seltener, nämlich nie im Shop. Wie zum Beispiel ein Defender, den kann man nur gewinnen. So wie letztes Jahr zu Weihnachten, wo ich meinen gewonnen habe. So, es hat natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder das hier oben lang gefahren, was ich nicht glaube. Oder er hat hinten die 1er-Linie gewählt. Und sich von da dann auf den Weg gemacht. Da ist er, 1357. Da oben. Boah, ist der weit gekommen. Und dann ist er gestorben. So schnell kann es gehen. Aber er wollte halt unbedingt auf dich schießen. Und das war am Ende sein Tod. Dann hätte er den Rheinmetallbursig Waffenträger rausgenommen und vielleicht noch die ISU. Dann wäre es vielleicht was geworden mit einmal nachladen und dich dann von hinten erledigen. So war das Ganze nix. So, wo kriege ich jetzt mal diese Meldung? Ist doch voll blöd. Eine Top Gun gibt es, ein High Kaliber und eine Stahlwand. Drei von diesen hübschen Anleihen für drei Medaillen. 196.000 nehmen wir ein, eine ganze Menge Gedöns. Und ein M ist es auch. 6 Kills gemacht, 4.635 Schaden ausgeteilt, 1.581 Basics geholt. Also echt grandiose Runde. Und am Ende bleiben wie viel übrig? 166.000 netto. Ich weiß, dass es keine Standardrunde ist, aber das war auf jeden Fall ein geiler Wert. Gibt es nichts zu meckern. 19 Schüsse abgefeuert, 15 getroffen, 12 durchschlagen. 2,8 Kilometer auf der Kette. Bisschen Schaden über 300 Meter. 611 insgesamt ist es nicht die Welt, aber ist okay. Ist halt ein schwerer Panzer. Der kämpft mehr im mittleren und im nahen Bereich. So muss das sein. Jo, 112 Minuten hat das Ganze gedauert. Auf jeden Fall richtig gut gefahren. Und hervorragend runtergespielt. Vielen Dank fürs Replay. Wenn es euch gefallen hat, Leute, ihr wisst Bescheid. Draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.